Unschuld ist bestellt, dann sollten Sie oder Ihr Berater nochmal checken mit der Bank, ob wirklich alles jetzt vorhanden ist, ja? Damit dann auch pünktlich der Kaufpreis bezahlt wird. Also es heißt noch lange nicht, nur dadurch, dass Sie einen Darlehensvertrag unterschrieben haben, dass Sie beim Notar waren, dass auch der Kaufpreis pünktlich bezahlt wird. Mann, das ist schrecklich. Das ist ja grausig. Ja. Ja, also ich das gewusst hätte, von mir schlaflose Nächte gehabt. Ja, es ist tatsächlich eine Menge. Und das war früher wirklich alles viel selbstverständlicher. Da haben sich die Banker normal selbst drum gekümmert. Aber, wie gesagt, Geiz ist geil, billig. Sagen die, hey, das Geld fällt eben nicht vom Himmel und wir müssen irgendwo sparen, dann sparen sie da. Ganz extrem, es gibt eine Bank, die haben praktisch ein Abwicklungszentrum, das ist praktisch eingemauert, da haben sie auch keine Telefonnummer, wo sie jetzt als Kunde oder ich als Berater eben alles, was da anruft, lenkt uns von unserer Arbeit ab. Da arbeitet auch nur noch ein Banker, das ist der Geschäftsführer von dieser GmbH, das haben die praktisch die ganze Darlehensabwicklung in der GmbH ausgelagert. Und sonst sitzen da gerade, okay, ist da ein Kreuz, okay. Nächster Schritt, ist da ein Kreuz, ja, da auch, ja. Da ist ein Kreuz, da ist keins, oh, geht nicht, zack, alles wieder zurück. So arbeiten die. Das ist die Konsequenz von billig. Mhm. Mhm. Ja, weil das gibt es auf, weiß ich nicht, in diesem Universum, auf diesem Planeten nicht. Sie können nicht alles billig haben und alles ganz schnell und ganz tollen Service, das geht nicht. Haben 2-3 Produkte, die saubillig sind, damit ziehen sie die Leute in den Laden und der Rest ist überdurchschnittlich teuer.